Ist doch mal so still hier. Richtig Schweigen. Und wenn ihr auch so geile Rippchen haben wollt, mega, dann bleibt dran. Hallo Grillfreunde, herzlich willkommen bei mir beim Grillcoach Gerrit. Heute mache ich mit euch schöne Spare Ribs und zwar Kotelettrippchen. Und diese werden wir nicht in dem üblichen 3-2-1-Verfahren machen, sondern diese machen wir heute im sogenannten 4-0-0-Verfahren mit Silberhaut und bei 140 Grad. Und zwar dieses Rezept ist eine Empfehlung von meinem Freund, dem Professor Taste. Den verlinke ich euch mal hier mit seinem Kanal. Und wollen mal schauen, ob die genauso gut werden wie meine 3-2-1-Rippchen. Diese Rippchen, wir werden eine Menge an der Zahl machen. 3 sieht man hier jetzt erstmal pro forma. Die mache ich heute nicht alleine, denn heute habe ich noch Besuch und zwar den Alex. Komm mal her, Alex. Stell dich mal vor. Moin, ich bin der Alex. Genau, der Alex hat Bock auf Rippchen. Sehr sogar. Genau, und der will mit mir heute einmal zelebrieren, wie man die Rippchen zubereitet. Ja, und den habe ich natürlich gleich zur Arbeit eingespannt. Ne, Alex, hilft nichts. Pech, ne? Von nichts kommt nichts. Genau. Ja, und die Rippchen werden Alex und ich jetzt gemeinsam vorbereiten. Und wie, das zeige ich euch im Detail. Das sind sogenannte Kotelettrippchen aus dem hohen in der Nähe der Wirbelsäule vom Schwein geschnitten. Zeichnen sich aus, dass sie eigentlich in der Regel mehr Fleisch auf Lager haben, dafür aber auch etwas trockener vom Fleisch als in der Bauchregion sind. Diese werden wir jetzt mit einem Rub schön einrubben. Sie haben noch eine Restfeuchte. Den Rub, den habe ich selber gemacht. Der ist auf Basis Meersalz, geräucherte Paprika, Salz, Pfeffer, brauner Rohrzucker, Selleriesalz, Senfmehl und dergleichen. Das sind so ein paar Sachen, die ich immer gerne nutze. Darauf soll es aber heute gar nicht ankommen. Heute kommt es mal auf das Verfahren drauf an. Ja, und wie wir das rubben, das Ergebnis zeigen wir euch gleich. Ja, wir haben jetzt die Rippchen alle mit ordentlich unserem selbstgemachten Rub eingerieben. Der Alex zeigt mal ganz kurz, wie sie aussehen jetzt. Genau, von außen schön eingerieben. Die hat noch eine Restfeuchte und ja, auch von innen. Wir hoffen uns jetzt mal, dass trotz Silberhaut ein bisschen Geschmack vom Rapp rübergeht. Ja, Alex, jetzt gehen wir, glaube ich, an den Grill und dann wandern die auf die 140 Grad in den Grill, denke ich, oder? Auf jeden Fall. Ja, jetzt zeige ich euch mal mein Setup für die Rippchen bei 140 Grad. Ich nutze meine Weberkugel 57er Maß. Ich glühe hier gerade einen halben Einzelkamin vor. Und habe hier schon einen Kohlekorb vorgefüllt mit Frischbriketts. Die geglühten lege ich nachher einfach oben drauf, regel dann auf 140 Grad ein. Das läuft dann relativ stabil. Und falls die Kohlen schwächer werden, lege ich oben einfach wieder welche drauf. Ja, und so erreichen wir dann konstant eine Temperatur von 140 Grad. Ich hatte euch ja vorhin schon erzählt, dass wir die Rippchen heute, wie gesagt, bei 140 Grad garen. Die Weberkugel ist vorgeheizt. Wir haben jetzt gute 140 Grad. Ihr seht's, ich habe vorne schon den Rippchenhalter positioniert und werde jetzt gleich mal die Rippchen aufstellen. Und zwar so, dass möglichst das dicke Ende auch zur Hitzequelle kommt, die hier ist. So, da sie schön geräuchert werden sollen, werde ich jetzt noch mal ganz schnell einen Räucherschank zupacken. Und zwar verwende ich hier dann Kirschholz, das mag ich persönlich am liebsten. Nehmen wir erstmal einen Schank und einen kleineren, damit es schneller geht. Ja, und jetzt werden die erstmal für ungefähr eine Stunde bei 140 Grad geräuchert. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Ich rieche gerade schon, das Kirschholz an zu räuchern. Alex. Riecht sehr gut. Kommt schon Geruch rüber. Ja, und damit die Rips nicht zu trocken werden, werden wir die alle 60 Minuten nochmal mit Apfelsaft benetzen. Am besten ist natürlich besprühen, aber da ich jetzt keine Sprühflasche habe, werden wir die dann mit einem Silikonpinsel ein bisschen benetzen.
Ja, Leute, ihr seht, der Grill läuft konstant jetzt so auf ca. 140 Grad, wie er soll. Stört euch nicht an der Anzeige, das sind Fahrenheit. Wenn wir knapp unter 300 liegen, ist es genau 140 Grad, aber am Deckel werden immer so ein paar Grad mehr angezeigt, deswegen mit 150 fahren wir hier, glaube ich, genau richtig. Und, ja, es räuchert schön, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Für ca. 80 Minuten immer schön Chunks nachlegen. Die erste Stunde ist rum, wir werden jetzt einmal mit Apfelsaft mobben. Da habe ich uns hier vorne schon mal ein bisschen Apfelsaft bereitgestellt und einen schönen Silikonpinsel. Und jetzt gucken wir natürlich mit der Kamera auch einmal direkt drauf, wie es aussieht nach einer Stunde. Boah, also räuchern tut es schon mal sehr gut. So, Alex, was meinst du? Läuft, ne? Läuft richtig gut. Ja, dann benetzen wir mal. Eigentlich ist es besser zu besprühen, aber ich habe leider keine Sprühflasche hier. Dann sehen wir uns ungefähr in 60 Minuten wieder zum nächsten Mobben. Ja, wir haben jetzt 2 Stunden rum und ich habe gerade noch mal die Rippchen das zweite Mal benetzt mit dem Apfelsaft und die möchte ich noch mal zeigen, wie sie jetzt noch 2 Stunden aussehen. Die Räucherphase ist auch jetzt vorbei. Wir haben jetzt 1,5 Stunden geräuchert. Das reicht und einmal einen kurzen Schwenk drüber. Kohle haben wir auch gleich mal nachgelegt. Leute, die sehen doch schon mal fantastisch aus. Ne? Die Rips sind jetzt 3 Stunden drauf bei ungefähr 140 Grad. So sehen sie aus. Wir haben jetzt gerade das dritte Mal mit Apfelsaft benetzt. Leute, hier kommt ein Geruch. Wir haben gerade schon so ein Randstück mal heimlich probiert. Alex, wie war's? Super lecker. Also, das kann was werden, ne? Auf jeden Fall. Ja, das sehe ich auch so. Ich bin optimistisch. Leute, guckt das mal. Foodporn. Ja, wir werden die jetzt nochmal eine Stunde laufen lassen. Dann werden wir sie nochmal kurz vorher glasieren. Wir haben uns intern für einen bestimmten Barbecue-Soße entschieden. Und die werden wir heute mal testen. Die 4 Stunden haben wir rum. Und jetzt schauen wir mal nach, Leute. Sieht das nicht Hammer aus? Na, guck den. Legen wir mal den Deckel dahin. So, und die werden wir jetzt nochmal mit einer schönen Barbecue-Soße glasieren. Und das werde ich jetzt nochmal machen. Wir werden jetzt nochmal eine 15-minütige Glaze-Zeit einlegen. Dafür werde ich auch nochmal Vollgas geben auf dem Grill. Wir haben uns übrigens entschieden, dass wir diesen Glaze nehmen. Das sind die beiden Hocksoßen gemischt. Das ist eine Empfehlung von dem Horst Weizenegger. Dafür nochmal vielen Dank, Horst. Das werde ich mal ausprobieren. Und das war heute, wir haben so ein kleines Tasting gemacht. War halt der Favorit, den meine Gäste heute haben wollten. So, dann sollen wir halt nochmal alle lackieren. Also Full of the Bone, glaube ich, sind sie nicht mit dieser Methode, wie bei dem 3:1, aber ich habe eben schon gemerkt, dass sie sehr, sehr weich sind. Und das Ergebnis, denke ich mal, werden wir nachher sehen. Ich habe hier Testesser, den Alex, den seht ihr ja gleich nochmal. Alex, sprich mal ein Wort, ich glaube, du hast schon Bock drauf, ne? Ich habe mega Bock. Ne, das werden wir, die werden nachher auch ihre ehrliche Meinung sagen über die Qualität und den Geschmack der Rippchen. Ich will euch auch nicht langweilen, Leute, aber guckt euch das an, das ist geil. Das ist echt geil, die Rippchen zu nehmen. Also ich merke das schon von der Konsistenz, das ist nicht Full of the Bone, aber es muss nicht immer Full of the Bone sein. So, und ich denke, diese Soße, also ich muss sagen, finde ich auch richtig geil.
Das ist echt ein guter Tipp gewesen. Wir hatten hier ungefähr 7-8 Soßen, die ich mit hatte. Die haben wir dann verkostet. Und unser aller Favorit, seltsamerweise waren wir uns da sehr einig. Alex, stimmst mir zu, ne? Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also das war wirklich der Favorit aller. Da muss man mal sagen, coole Sache. Immer nett, wenn man was Neues mal lernt oder weiß. Man wird ja auch durch Informationen nicht immer dümmer, ne? Nee. So. Das ist ein. Wir sind gleich fertig. Wir haben jetzt glasiert mit der Soße. Alle sind komplett glasiert. Hat genau gepasst übrigens mit dem Glas. Super. Und der Alex mit meiner Kamera, der wird jetzt mal ein kleines Foodpörnchen machen. So, und dann sehen wir uns gleich zum Probieren wieder. Und ich denke mal, das mache ich nicht alleine, nehme ich den Alex gleich mit. Er hat es verzapft, er wollte, dass ich das mache. Und mal gucken, ob es schmeckt. Die Rips sind fertig. Der Alex und ich werden jetzt eins von diesen geilen Teilen probieren. Und ich glaube, ich schneide mal eins an. Natürlich schön aus der Mitte. So, das war mal für den Alex. So, Alex, dann werden wir probieren und unsere Meinung sagen. Bock rein, treibe ein bisschen. Super lecker. Also ich muss sagen, die sind echt super lecker. Die sind natürlich nicht full of the bone. Aber sie sind saftig, sie sind super im Geschmack. Also das kann man ruhig in 4 Stunden einmal machen, denke ich. Und ich glaube, Alex, das werden wir uns jetzt mit unseren Frauen so richtig einverleiben, oder? Oh ja. Ich freue mich jetzt schon. Oh ja, ich muss nochmal reinbeißen, Leute. Ah. Aber guck mal, die kannst du halt auch einfach so locker in die Hand ziehen. Ja, absolut. Also super lecker. Jetzt stell dir mal vor, wir machen das. Professor, oh, geil. Diese Methode war jetzt nicht die beste bei deinem Test, aber ich glaube, sie war die dritt- oder viertbeste Methode. Und ich muss sagen, für die schnelle Nummer absolut tauglich, wirklich. Oder? Ja, schmeckt richtig, absolut richtig lecker. Oh. Also Daumen hoch. Mein Knochen. Oh. Wir essen jetzt weiter, Leute. Wenn ihr auch Bock auf sowas habt, nachmachen. Und denkt dran, Abo bei Instagram, Facebook und auch natürlich hier bei YouTube. Und die Glocke aktivieren, bitte hier das Abo machen. Echt mega, kann man mal machen. Und wir sind raus, denke ich, ne? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt erstmal was zu tun. Ciao, Leute.